Hi, wir sind Nils und Svenja und gerade dabei, diesen LKW in ein Expeditionsmobil zu verwandeln. Nachdem der Dichtigkeitstest des Daches leider nicht ganz so optimal verläuft, wird es richtig spannend. Denn wir sägen das erste große Loch in den Koffer und setzen ein Fenster ein. Los geht's! Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder da seid. Letzte Woche haben wir unser Dach abgedichtet und jetzt hat es das erste Mal geregnet. Es ist jetzt 4 Tage später und es hat sich wieder eine große Pfütze oben drauf gebildet. Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und gespannt, ob es drinnen trocken geblieben ist. Wir hoffen es so sehr. Also drückt uns die Daumen und wir gehen jetzt einmal runter und gucken. Also hier das Handtuch ist schon mal trocken. Also man hört wieder, es plätschert, wenn ich hier auf der Seite stehe. Die Pfütze bildet sich wieder runter. Aber bisher, das Handtuch ist trocken, hier oben ist alles trocken. Ich möchte es kaum sagen, aber es sieht ganz gut aus. Aber ich warte jetzt noch ein bisschen, bis da oben noch ein bisschen mehr abgelaufen ist. Aber das wäre schon ziemlich cool, wenn das... Oh Mann, wir haben uns zu früh gefreut. Da hinten, wo es vorher reingeregnet hat, regnet es tatsächlich immer noch nicht rein. Aber dafür jetzt hier hinten, wo wir vorher kein Problem hatten. Und wir vermuten, dass das da ist, wo wir haben ja diesen Spoiler abgenommen. Und unter dem Spoiler waren so 3, 4 Löcher. Wir vermuten für irgendwie zum Anbringen von der Rückfahrkamera. Und wir haben die halt nur so ein bisschen zugeschmiert. Und vielleicht drückt sich es da durch. Also wir hoffen zumindest, dass das das Problem ist, weil das würde sich noch regeln lassen. Ansonsten wäre echt blöd, wenn jetzt hier hinten wir quasi zu schlecht Dichtung drüber gemacht haben. Oh Mann, es wäre ja auch zu schön gewesen, wenn es einfach alles klappt. Naja, kommen wir mal zu ein bisschen positiveren Dingen. Und zwar kommen nach und nach ganz viele Bestellungen von uns an. Auch wenn wir noch nicht so viel quasi am LKW gemacht haben, haben wir umso mehr recherchiert, bestellt. Und ja, es ist total cool, wenn das alles ankommt. Wir sind auch richtig froh, dass wir so viel Lagerplatz haben. Zum Beispiel unser Abwassertank, hier schon mal Holz für die Unterkonstruktion und für die Verkleidung. Gestern kam hier auf einer Palette einfach mal unsere Fußbodendämmung an. Das ist PUR. Und hier hinten dran liegen auch schon Sachen. Da sind zum Beispiel schon unser PVC-Fußbodenbelag, ein Wasserhahn und ja, USB-Platten für die Fußbodenkonstruktion. Richtig, richtig cool. Und eben kam nochmal ein riesiges Paket an und das packen wir jetzt einmal zusammen aus. Da sollten nämlich auch 1, 2 ziemlich coole Sachen drin sein. Das hier ist eins unserer Fenster. Ach, mega. Bin super gespannt. Also das ist das kleinste unserer Fenster. Insgesamt gibt es 3 Stück. Die anderen sollten auch demnächst kommen. Bei dem einen gibt es auch noch was super Besonderes zu erzählen. Das werden wir euch dann auch noch erzählen. Aber ich bin jetzt erstmal gespannt, weil wir hatten so ein Fenster noch nie in der Hand. Wir haben es natürlich schon oft gesehen. Also es sind die Dometic Sides S4, wie man sie 1000-fach im Wohnmobilausbau kennt. Aber wir haben so eins noch nie selber eingebaut. Bin ganz gespannt, wie es jetzt aussieht. Das hier ist Extremisolator. Also ich habe euch ja eben unsere Fußbodendämmung gezeigt. Und an den Wänden wollten wir aber gerne mit was anderem dämmen, weil eigentlich ist PUR super, weil es einfach einen richtig geringen Wärmeleitkoeffizienten hat, also einfach wirklich super wärmedämmend ist. Aber es ist super leicht, auch was eigentlich auch cool ist, aber bedeutet, dass die Geräuschdämmung nicht so cool ist. Und deswegen wollten wir eigentlich ein bisschen was Schwereres gerne an den Wänden, weil Geräuschdämmung ist schon auch cool, wenn man mal in der Hauptstraße oder so steht. Und das hier ist jetzt eine der Optionen, deswegen habe ich erstmal nur eins davon bestellt. Das ist nämlich Extremisolator. Fühlt sich ein bisschen ja, ähnlich zu Armaflex an, finde ich, muss man dann verkleben. Mal schauen, ob es das wird oder Armaflex oder was ganz anderes. Wir haben uns noch nicht endgültig entschieden. Da ist es, unser erstes Fenster. Da ist es ein Füß.
das Minion. Es ist kleiner als erwartet, muss ich sagen. Aber die anderen zwei sind dafür sehr, sehr groß. Aber es ist irgendwie cool. Also ich finde es schön mit dem schwarzen Rahmen und so passt irgendwie zu unserer Blackie auch super gut. Ich habe auch überlegt, ob ich mal noch ein Video dazu mache, wieso wir uns für die Fenster entschieden haben, weil es gibt ja ganz, ganz viele. Es gibt auch ganz viele Echtglasfenster. Wir haben uns lange schwer getan, ob wir das Geld nicht investieren sollten für Echtglasfenster, haben uns letztendlich, wie man sieht, dagegen entschieden. Aber wenn ihr Bock habt, kann ich dazu auch gerne nochmal ein separates Video machen. Dann schreibt es uns einfach in die Kommentare und dann mache ich das. Ich kümmere mich jetzt mal um diese Leiste. Wenn ihr euch erinnert, wir haben versucht, die abzunehmen und dabei voll ins GFK reingeschnitten. Es war so semi-erfolgreich. Sie ist jetzt ungefähr so bis zur Hälfte ab, aber der Rest ist eh noch dran und wir haben jetzt entschieden, dass wir sie wieder dran kleben. Ich werde jetzt versuchen, hier hinten dran, soweit ich dran komme, ein bisschen sauber zu machen mit Bremsenreiniger und dann werde ich ja ein, zwei Bahnen Sikaflex dahinter legen und es dann wieder dran kleben und ja, ich denke, das hält, weil sie hält jetzt auch so noch echt fest, obwohl sie hier nicht mehr dran ist. Das sollte auf jeden Fall passen, dann gibt ihr auch ein bisschen Stabilität. Viele von euch haben auch gesagt, lasst sie doch dran. Machen wir jetzt. Wie ihr seht, die Leiste hängt wieder, sie hält bombenfest und ja, ich habe eigentlich versucht, einen Timelapse davon zu machen, damit ihr das auch seht, wie ich das mache. Aber ich muss sagen, um die Kamera hat sich sonst eigentlich die meiste Zeit Nils gekümmert und ich bin da noch ein bisschen Anfänger. Und ja, irgendwas ist schiefgelaufen mit der SD-Karte und sowas. Deshalb leider kein Timelapse. Tut mir leid, ich muss da noch ein bisschen lernen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und ja, auf jeden Fall, die Leiste ist jetzt fest und ich bin jetzt schon einen Schritt weiter. Ich war nämlich gestern noch richtig motiviert und zwar, es wird richtig, richtig spannend. Wir bauen jetzt schon eins unserer Fenster ein. Und zwar ist es unser zweitgrößtes Fenster, was wir heute einbauen. Es ist 1 Meter mal 80 cm. Es kommt hier, wir sind hier auf der Beifahrerseite ganz hinten, ganz oben hin. Und zwar war da schon ein Loch, da war dieses Lüftungsgitter hier drin. Das haben wir, oder habe ich eben erstmal rausgemacht. Dafür musste ich mich auch ganz schön überwinden, weil ich mal wieder auf eine Leiter musste. Und zwar ganz, ganz oben auf die Leiter. Hat mich echt Nerven und Schweiß gekostet, aber ich habe es geschafft und ich werde auch immer besser. Also ich gehe hier an meine Grenzen, aber es tut mir auch ganz gut, merke ich. Und ja, jetzt werde ich von innen einmal vorbohren und dann mit der Stichsäge dran. Ich habe gestern an so einem Teststück schon mal mit der Stichsäge in GFK probiert und es ging echt super, super leicht. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall super aufregend, so ein super krasser Schritt, wenn wir da jetzt gleich ein Fenster drin haben, hoffentlich. Ich hoffe, es geht alles gut. Los geht's, ich bin aufgeregt, ob alles klappt. Ich hoffe, ich habe mich nicht vermessen. Das wäre der größte Fehler. Das geht einfach so leicht dadurch, das ist eigentlich schon ein bisschen erschreckend. Wie krass, hallo, da ist einfach ein Loch drin. Also
Also ich habe jetzt den Fensterausschnitt nochmal schön sauber gemacht. Das ging jetzt zum Glück von innen. Ich musste nicht mehr auf die Leiter. Und jetzt frage ich hier Dekalin, Dekasil 8936 auf. Schön in schwarz. Und zwar richtig, richtig dick, wie ihr sehen könnt. Weil, ja, ihr wisst, bei Dichtstoffen sagt unser Motto, viel hilft viel. Das ist ja schon die zweite Kartusche und die ist auch fast leer. Ich glaube, ich muss tatsächlich sogar noch die dritte anbrauchen. Aber das kann man später eh mit sich selber wieder abtupfen, alles was rausquillt, also alles gut, ist nicht so schlimm. Und die 10 Euro sind dann gerne investiertes Mehrgeld, wenn es dafür dicht ist. So, jetzt ist leer. Letzte Kartusche. Und dann kommt's rein und passt hoffentlich alles. Hallo, das ist unser neues Fenster. Fantastisch. Wow. Richtig cool. Und sogar integriert. Was sagt ihr zu unserem neuen Fenster? Also wir sind mega begeistert. Es ist einfach jetzt schon so viel wohnlicher und so viel mehr Expeditionsmobil. Richtig, richtig cool. Wir müssen jetzt hier noch schauen, irgendwie macht das so komische Geräusche manchmal und wir müssen hier noch die Folie abziehen, damit man auch sieht, wie wunderschön es denn ist. Ich bin richtig, richtig happy mit dem Fenster. Ich glaube, man hat es vorhin gemerkt. Ich hoffe, es ist alles dicht und sowas. Das werden wir jetzt die nächsten Tage merken. Wasser ist ja ein bisschen unser Feind bei dem Koffer. Und ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr lieber weiterhin so Ausbauvideos haben wollt wie jetzt, weil jetzt ist es ja immer so, wir nehmen euch quasi mit, was wir in der Woche machen. Das ist halt auch mal random, also irgendwie dann ist das Dach undicht, dann wird ein Fenster eingebaut und so weiter. Oder ob ihr es lieber so hättet, dass wir das thematisch machen, also dass wir ein Video machen, in dem wir auch erklären, wie genau das funktioniert mit dem Fenster einbauen und so. Wir sind ja auch ganz neu im Ausbauvideos machen, müssen uns da noch ein bisschen finden. Also da könnt ihr uns auch gerne mal ein bisschen Feedback geben. Und ja, genau, ab in die Kommentare damit. Und wenn ihr schon da unten seid, könnt ihr auch direkt uns noch ein Like fürs Video geben. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Tschüss!